Schall, du. Ja, ich wollte ja immer nur die Halle. Ja. Nein. Warte, Sven. Fahr zurück. Du weißt, wie lange die Wagen bremsen. Jo, das ist mal ein Mannschaftswagen. Und ich fahr YOLO mit dem Ding. Raus. Links sind welche, Alter. Oh, Mist. Rein in die Fabrikhalle. Ich verstehe, warum ich mit dem Scheißfahrzeug nicht mit schießen konnte. Das verstehe ich echt nicht. Was ist, ich Foto, warte. Das Fahrzeug schon und dann kann ich nicht mitschießen. Wait. Wir haben den Punkt. Der Captain. Ja, Captain weiter. Mach YOLO-Weg. Ich fahr durch zu O1. Ich bin tot. Granate. YOLO-Weg. Nicht durch. Die Bomben und einmal wieder mit Granaten weg. Wir müssen möglichst schnell wieder hier mit neuen Fahrzeugen rein. Aber warum können wir jetzt schon wieder irgendwo in der Papa spawnen? Hä, was war denn das? Das war eine Handgranate, panzerbrechende Granate. Ich bin auch im Arsch der Welt gespawnt. Ah, da, Sven, warte doch. Ich denke da vor dir. Pass ja, du warst Steine unsichtbar auf. Am Anfang. Du bist doch unsichtbar. Sehe ich doch nicht. Ich habe es sichtbar. Pass auf meine Steine auf. Vor dir, direkt voraus. Nochmal, ja, nochmal. Ja. Ich bin die Strecke jetzt schon ein paar Mal gefahren. YOLO-Weg. Oh, fuck. Yo, Tanks are shooting us. Ja, und ich bin tot. Boah, da oben irgendwo im Gebirge steht ein Panzer rum. Ist das... Das ist so assi. So. Wir können jetzt mal B2 halten. Oder ein oh, ich spawne und werde direkt von dem Panzer zerschossen. Der hat sich da festgekämpft und sobald du ein Fahrzeug spawnst, schießt er es weg. Das hat er mich um den Millimeter verfehlt. Das finde ich ziemlich assi. Ja, wir haben 2 Minuten drauf bekommen. Ich hole euch ab. YOLO-Weg. Nee, weil die noch umgekämpft ist, ey. Ja, okay, ich bin YOLO-Weg. Und ich überfahre den hier. Oh, Alter, wie viel hat denn der jetzt geschluckt? Nicht. So. Ich überfahre ihn nicht. B2 höher. Alter, die Thompson. Das ist so unfair mit dieser Thompson. Und ihr verliert jetzt mal. Die haben sich gegenseitig überfahren gerade. Fuck. Alter. Oh, Mann. Ja, mein Team ist down. Super. Except. Oh, nö. Ich habe das Team gewechselt. Oh. Also ich werde jetzt an eurer Stelle nicht mehr sterben. Hey, witzig. Ja. Alter, wie viele sind hier drin? Ich habe einen weggeholt und vier angeschädigt ungefähr. Ungefähr. Ja, annehmen. Oh, ich habe auch einen neuen Trip. Hä? Ich bin auch wieder bei B2. Geil. Bin ich Fanterie 12. Jo, gekillt. Und ich wurde direkt geheadshottet, als ich mein Fahrzeug gespawnt habe. Alter, diese scheiß Spawn-Camper. Nein! Oh. Seltsame Phase. Ja, den Typ habe ich schon ein paar Mal weggeholt. So Leute, es wird Zeit wieder für unnütze Witze. Bist du schon wieder raus? Ja, ich bin raus. Gibt's keine mehr. Ja, klasse. Ja gut, dann bist du heute wieder dran. Ich habe ja letztes Mal gehabt. Ben hat zum Glück als aufnehmender Glück gehabt. Ja. Ich bin vor Markus verreckt, das war mein Glück. Jetzt drehen meine Reifen natürlich durch. Yes, ich habe es hier aber unter Kontrolle bekommen. Jetzt müsst ihr endlich mal B2 capturen. Das kann doch nicht sein hier. Oh, erstmal den Typ wieder weggemacht. Also jetzt, wo ich mal nicht aufnehme, habe ich eine 2421 KT, also... Wieder einen weggeholt, aber ich habe die ganze Zeit beschossen von 700 anderen. Weil da drin ist einfach harte Party. Ah, doch, ich kann wieder Fahrzeug spawnen, gut. Jetzt hätte ich wahrscheinlich instant geheadshottet. Nein, der Panzer hat mich ganz knapp verfehlt. So, hör auf, mal wieder 2 weggemacht, das spielt einer wieder ins Haus, das macht man natürlich nicht. Ja, Futo, du solltest vielleicht mal mit ins Haus. Ey, ich mach das, ich halte euch die vom Hals, dass ihr nicht ins... Geht euch rein, ich geb dir Feuerschutz. Jo, so viel zu dem Thema, Futo. Da steht einfach 4 Stück direkt hinter der Tür.
Ach so, das ist ja doof. Ja, ich geb dir Feuerschutz. Ja, von außerhalb. Ach so. Da kommt keiner rein. Ach so, da kommt keiner rein, die wollen da gar nicht rein. Ja, wollten sie eben schon. Okay, ein Reiskorn hat mehr Gene als der Mensch. Was? Gene? Gene. Jetzt bin ich Fahrer der Stufe 3 geworden. Wo schießt der mich schon wieder ab? Foto einsteige. Nein, da gehe ich nicht rein. Ist das Wahnsinns? Ja, ich bin schon die ganze Aufnahme des Wahnsinns. Ich bin Amok-Autofahrer. Wir gucken, wo der ist. Da oben ist einer. Ja. Drei Schuss, okay. Drei Schuss, um einen Mann zu töten. Frauentränen sind ein halbes Grad wärmer als Männertränen. Welcher Idiot messt das? Also beim Niesen... Ja, ist echt so, es ist Schwachsinn, Alter. Also wir haben andere Themen, also andere... Ich muss sagen, es macht irgendwie keinen Spaß so. Beim Niesen... Schon, ich bin Erster. Beim Niesen ja, ich setzt das Herz aus. Echt? Ja. Okay. Also ich bin Erster. Ich habe nichts dagegen. Und gleich tot schon wieder. Ich habe noch ein Leben. Oh, mir kämpft schon B2. Ja, ich bin drinnen. Aber da fliegen auch schon wieder die Granaten. Etwa 80% aller Menschen atmen immer nur durch ein Nasenloch. Welches sich aber regelmäßig abwechselt. Oh Mann! Ey, die werfen nur ihre scheiß Granaten. Ich hab den einen Typen da draußen auch noch getötet, aber der nächste hat mich dann geholt, ey. Wir verlieren wieder B1. Ja, ich fahr mit dem Fahrzeug hin, wo bist du gespawnt? Da oben. Hol B1, das ist egal wo. Es ist B1 sehr safe. Ja, ich hol dich ab. Ja, ich komm. Fahr rechts über die Berge drüber. Und dann machen wir sie wieder von der Seite weg. Rechts rum, da rechts hier rum. Nicht über die Straße, nicht über die Straße, bleib in den Bergen. Das ist aber links. Ja, eben. Dann sag halt nicht, fahr rechts über die Berge. Du musst wissen, was ich meine. Und hier rutscht mal übelst auf dem Berg. Die durchschnittliche Nutzung einer Bohrmaschine beträgt im gesamten Leben eines Menschen nur ca. 13 Minuten. Ey, ich habe schon länger gebohrt. Beim Ferienjob habe ich mehr gebohrt. Ich auch. Richtig fette Löcher in die Wände gebohrt. Achtung, direkt vor uns. Bei Beachvolleyballerin. Aussteig, ich bin tot. Durfte das Höschen an der Außenseite des Oberschenkels bis vor wenigen Monaten nicht breiter als 7 cm sein. Ansonsten drohte die Disqualifikation. Ah ja, das ist gut, ne? Natürlich. Beachvolleyball ist ein sehr interessanter Sport. Paare, die sich die Hausarbeit teilen, haben 10% mehr Sex als jene, bei denen die Hauptlast bei den Frauen liegt. Also, müssen wir mehr Hausarbeiten machen. Ja. Die Stadt mit längsten Namen in Europa heißt was? Lanfer Pügel Gogga Chibrin Tropiat. Oh Mann, wieder nur einen von den beiden geholt. Es waren sogar vier, okay, entschuldigung. Wo ist denn der? Sie liegt in Wales. Der Name bedeutet Marienkirche in einer Mulde, weißer Hasseln in der Nähe eines schnellen Wirbels und der Ticilio Kirche bei der Roten Höhle. Was ist denn das für ein Name, Alter? Der war bestimmt besoffen. Ja, Lanfer Bügler. Keine Ahnung. Das kann man gar nicht mal aussprechen. Alter, überleg mal, du musst dir eine Postkarte hinschicken oder so. Du musst die Stadt hinschreiben. Alter, Junge. Die kleinste Fliege der Welt, die legt ihre Eier in die Körper von Ameisen. Die Larven ernähren sich von deren Gehirnen, wodurch allmählich der Kopf abfällt. Die Entsprechung des Billy-Regals von Ikea heißt bei Mermax Kill Bill. Nein. Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets beinhalten, nennt man Pangramm. Zum Beispiel 12 Boxkämpfer jagen Victor quer über den großen Silter Deich. Ey, die campen da, in jeder Ecke liegt irgendeiner. Im Bild Victor ist ein Schaf. Was, Victor ist ein Schaf? Ja, im Bild Doppelpunkt Victor. Und da ist ein Schaf drauf. Auf dem Bild. Ich nicht.
Ein Kronkorken hat in den USA 23 Zähne, in Deutschland nur 21. Boah, jetzt... Alter, ich habe jetzt gleich keinen Bock mehr. Von Petting nach Fucking sind es 87 Kilometer. Fucking oder Fucking, ja. Fucking, ja. Und da ist so ein... Deutschland, es kann doch nicht sein, dass sie da drin alle Granaten überleben. Da ist ein Ortsschild mit Fucking und da drunter bitte nicht so schnell. Und da ist ein Kind da drauf. Junge und Mädchen, Alter. Ja, es gibt manchmal Schiffe. Es ist nicht. Also Sven, bitte. Ich bin Erster, du bist nicht in den... Doch, du bist in den Top 10. In der 14.32. Ich habe einen gekillt. Es ist unmöglich, sich die Nase zuzuhalten und dabei länger als 3 Sekunden zu sagen. Was? Wie bitte? Zu sagen. Ich hab wieder einen gekillt. So Alter, also, ich bin Sprengstoffmeister. Es ist unmöglich, sich die Nase zuzuhalten und dabei länger als 3 Sekunden zu sagen. Sag's doch! Warte, ich muss lachen, warte. Okay. Ja, stimmt. Wir haben verloren. Geht nicht. Ja, gut, machen wir 3 Sterne. Alter, das geht nicht, Alter. Ah, nee, 2, das war nicht so schöner Kampf. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn die 2 versuchen... What the... Alter, das müsst ihr euch zu machen. Und damit, servus und bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao. Ciao.